Eine vornehme Kreuzung im gründerzeitlichen Heilbronn. Hier trafen sich die Moltke und die Friedenstraße, die heutige Gymnasiumstraße. Die Moltkestraße setzte die Kaiserstraße nach Osten fort zur neuen Kaserne, ein Neubaugebiet der Jahrhundertwendezeit. An dieser Kreuzung wuchs Viktoria Wolf auf und hier lebte sie bis zu ihrer Emigration 1933. Die älteste Tochter des Fabrikanten Jakob Viktor wurde eine erfolgreiche und produktive Romanschriftstellerin. Über ihre behütete Kindheit in dieser damals schicken Gegend schrieb sie: Es war die Jugend und sie war schön. Sie war erfüllt von Heimatliebe, Zutrauen, Leichtigkeit. Sie war unbelastet von Sorgen und ruhte fest in der kräftigen schwäbischen Landschaft. Gertrud bzw. Trude Viktor wurde 1903 geboren, im Haus Moltkestraße 16. Die Familie Viktor war kurz zuvor hier eingezogen. Sie hatte vorher im Haus gegenüber gewohnt, Moltkestraße 21. Dieses Haus gehörte dem Vater. Im ersten Stock in der Belle Etage wohnten auch weiterhin ihre Großmutter und eine Schwester des Vaters. Die Familie Jakob Viktor lebte nun in der Moltkestraße 16 in einer großen Wohnung im Parterre. 1905 kam noch Trudes Schwester Maya dazu. 1913, Trude war 10 Jahre alt, kehrte die Familie zurück ins Haus Moltkestraße 21, in die Sechszimmerwohnung im ersten Stock. Inzwischen war die Großmutter gestorben. Vorher ließ der Hausherr eine moderne Zentralheizung einbauen. Auch ein Badezimmer war vorhanden. Hier wohnte auch die Schwester von Jakob Viktor, Auguste Hochberger, Tante Guste genannt. Albert Einstein in Heilbronn zu Besuch bei seiner Mutter Pauline nannte sie die Perle der Schwäbinnen. Auguste Hochberger und Pauline Einstein waren eng befreundet. Im März 1922 legte Trude Viktor ihr Abitur ab an Knabenrealgymnasium als eines der wenigen Mädchen zur damaligen Zeit. Sie sollte in die geschäftlichen Fußstapfen ihres Vaters treten und nach dem Abitur Chemie studieren, um in der Lederfabrik der Familie Viktor mitzuarbeiten. Sie begann auch tatsächlich ein Studium in Heidelberg, wechselte nach einem Semester aber nach München und brach bald darauf das Studium ganz ab. Jakob Viktor, ihr Vater, war 1918 schon verstorben im Alter von 48 Jahren. Trude Viktor kehrte nun ohne Abschluss nach Heilbronn zurück und widmete sich dem Schreiben. Sie hatte nach eigenen Angaben schon während der Schulzeit Texte veröffentlicht. Hans Franke, damals selbst Zeitungsredakteur, berichtet: Sie begann in der Neckarzeitung kleine Skizzen und Betrachtungen zu veröffentlichen, die sich durch schriftstellerischen Charme und gute Pointen auszeichneten. Ähnlich wie Viktoria Wolfs Romanfigur Claudia Dortenbach traf sie in Heilbronn einen Jugendfreund wieder, Alfred Wolf. Er stammte ebenfalls aus einer jüdischen Fabrikantenfamilie, die seit 1914 im Haus Moltkestraße 16 wohnte. Alfred Wolf war 5 Jahre älter als sie, ein ähnlicher Altersunterschied wie bei den Romanfiguren in ihrem Roman Gast in der Heimat. Das Paar heiratete 1924. Sie lebten nun im Elternhaus von Viktoria Wolf, Moltkestraße 21, zunächst im ersten Obergeschoss, nach der Geburt der beiden Kinder Ursula und Frank im Parterre. Ihre Poetenstube befand sich unter dem Dach, wie Viktoria Wolf berichtete. Dann kam jener Tag, den Viktoria Wolf später als den großen Hinausschmiss bezeichnete. Sie verließ Heilbronn mit den beiden Kindern am 1. April 1933, an dem Tag, an dem die Nazis mit dem sogenannten Judenboykott ihr radikales Vorgehen gegen die Menschen jüdischer Konfession offenbarten. Viktoria Wolf widmete diesem Tag in ihrem Roman Gast in der Heimat ein eigenes Kapitel. Gast in der Heimat erschien 1935, als Viktoria Wolf schon im Exil in der Schweiz lebte. Er ist der Heilbronn-Roman unter ihren knapp 20 Romanen.
In ihm kritisiert Viktoria Wolf die Umfallermentalität vieler Heilbronnerinnen und Heilbronner angesichts der Machtübernahme durch die Nazis. Einige Passagen sind aber auch eine Liebeserklärung an die Heimat. Oft saßen wir während der Zeit der Traubenreife oben im Weinberg meines Vaters und sahen auf uns und unsere Stadt. Die Sicht von der Terrasse des baufälligen Holzhäuschens, das nichts anderes zu tun hatte, als von Jahr zu Jahr dem einzigen Tag der Weinlese, die es aus seinem Schlaf erlöste, entgegenzuwarten, war ergreifend schön. Hier sah man eine ganz andere Stadt, eine lieblichere, eine weichere, ländlich gebettete, nicht die arbeitende und schnell gewachsene. Hier waren wir keine Städter, hier waren wir verbunden und verwachsen mit dem Land, das uns geprägt hatte. Und der Weinboden ist nicht der schlechteste Boden Württembergs.